Montag, der 14.11. und Sarrazin hat vor 12 Jahren gesagt, Deutschland schafft sich ab. Ich glaube, wir haben es längst geschafft und wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, tut mir leid. Ich möchte es aber trotzdem nochmal versuchen, euch in Erinnerung zu rufen, was hier gerade los ist. Und zwar am Beispiel von einem Kommentar in der Top Agrar. Dort schreibt nämlich Patrick Liste einen wunderschönen Kommentar. Weltfremder geht es kaum, ist seine Überschrift. Und zwar möchte Herr Timmermans, das ist derjenige, der verantwortlich ist für den Green Deal, der Europa 2050 klimaneutral machen will, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich alle aufhören zu atmen. Aber das Schlimmste an der ganzen Nummer ist, dass er Kuh- und Schweineställe, also diese Betriebe, gleichsetzen möchte mit Chemieunternehmen, was die Emissionen angeht. Aktuell ist ja so, dass Betriebe, die Schweine zum Beispiel über 2000 Plätze haben, ab 30 Kilo oder 40.000 Geflügelplätze haben, das sind ungefähr 2700 Stück, die werden dem gleichgesetzt. Und jetzt soll es auch kommen, dass zum Beispiel Betriebe mit 100 Kühen plus Nachzucht oder nur 500 Schweinemastplätzen ebenfalls gleichgestellt werden mit Chemieunternehmen. Unfassbar. Wir reden also hier von einer Zahl von 22.000, das ist eine Verzehnfachung. Das ist so irre, dass jetzt endlich auch mal Verbände auf die Idee kommen, das Ganze als kompletten Schwachsinn abzulehnen, und zwar wirklich komplett ablehnen. Ja, selbst mein guter Freund Martin Häusling als agrarpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament sagt hier, es ist grauenfach gemacht, der Kommissionsvorschlag, und er meint sogar, dass die EU damit das Vertrauen der Menschen verspielen würde. Ich weiß nicht, von welchem Vertrauen er ausgeht, aber sei es drum. Weil, was wird denn passieren? Wir werden ja nicht weniger essen, im Gegenteil. Wir werden mehr, auch in Deutschland, wir werden, man muss ja wirklich mal so sagen, ich glaube, wir sind seit 2015 2,5 Millionen mehr Menschen in Deutschland geworden und die wollen alle was essen. Ja, und wir sehen also hier, das ist der Animal CO2 Emissions Report. Wir sehen hier, also die letzten Jahre passiert ist, Deutschland geht immer weiter runter, was die CO2-Emissionen von Tieren angeht, und bei China steigt sie hoch, ja, wie eine Rakete. Also, Folgendes wird passieren, aufgrund einer Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion sieht man es hier, dass es uns vollkommen egal ist, ob Rückstände von beispielsweise Pflanzenschutzmitteln aus Südamerika, aus China noch nachweisbar sind. Hier ist die einzige Auflage, das einzige Kriterium, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sein darf. Das ist ungefähr so, als ob ich ein Auto importiere und sage, hey, das Auto muss fahren. Ob es sicher ist, vollkommen egal. Und hier nächste, eine gleiche Anfrage der CDU-Fraktion. In die gleiche Kerbe wird hier reingestochen. Wie sieht es eigentlich aus mit einem erklärten Ziel, einem Staatsziel, Ernährungssicherheit? Das ist ganz klar abgelehnt von der neuen Regierung. Und sie sagen, die Gewährleistung der Ernährung der deutschen Bevölkerung vollständig aus eigener Produktion ist daher kein erklärtes Ziel der Bundesregierung. Je nach Produktionsgruppe ist der internationale Warenaustausch von unterschiedlich hoher Bedeutung und durch verschiedene Bestimmungsgründe determiniert. Die internationale Einbindung Deutschlands besteht auch bei ökologisch erzeugten Rohstoffen, bla 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 bla. Man hat also keinen Bock darauf, auf ein Staatsziel in Ernährungssicherung. Und man sagt also hier auch interessant, wenn man mal die Zeit mal liest, Wirtschaftsforscher sehen Einsparungspotenzial bei der Industrie. Also genau wie in der Landwirtschaft, man soll hier alles abschaffen und die Industrie abschaffen, damit man hier eine Art Bullabü hat, wie der Mittelalter lebt, und dann sei alles in Ordnung. Man soll aber erst auf Bio umstellen. Und wir sehen also hier, dass bei Kartoffeln, bei Bio-Kartoffeln, die Ware extrem einbricht. Und so unehrlich, wie es nur sein kann, ist das gleiche ja mit dem Label Tierwohl. Wir sollen also umbauen, und die Finanzierung für den Umbau in der Tierhaltung ist die versprochene 1 Milliarde aus dem Haushalt 2023. Zunächst sind es ja nur 150 Millionen Euro geworden. Das entspricht ungefähr einer Förderung von 2,5 Tagen des täglichen Eigenkapitalverlusts. Es bleibt also dabei, wer die Unterschiede zwischen Umsatz und Gewinn, Investitionen und Abschreibung nicht kennt, der wird die Dinge nie sachgerecht lösen können. Also vollmundig zu verkünden, 1 Milliarde zum Umbau der Tierhaltung, das sind dann geteilt durch 4, was ja sind ja 4 Jahre, sind es also 250 Millionen Euro pro Jahr, und 250 Millionen Euro die für die 20 Jahre Nutzdauer, die ich hier habe, dann sind es ja nur 12,5 Millionen Euro Zuschuss für die Nutztierhaltung. Allein die deutsche Schweinehaltung verliert pro Woche 20 Millionen Euro. Also Leute, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Da kann man sich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das Interessante ist, was meine gute Freundin Renate Künast nochmal gesagt hat, in einer wirklich interessanten Doku, ich verlinke nochmal unten, bitte genau angucken, aber achtet mal darauf, wie sie die konventionelle Landwirtschaft zwingen will, umzustellen auf Bio. Also Ordnungsrecht, Verbote, das ist nämlich das Mantra der neuen Regierung. Passt mal auf. So Freunde, wie versprochen, der Beitrag. Das konkret schaffen will. Denn ein wichtiger Punkt bei der Agrarwende ist die Biolandwirtschaft. Sie planen ja weiterhin noch 30% bis 2030 zu erreichen. Wie wollen Sie das denn machen? Wir werden eine ganze Menge an Programmen auflegen. Es wird ein Bundesprogramm ökologischer Landbau geben, mit dem Ergebnis mehr Mittel noch gezielter fördern. Das wird ergänzt durch Kampagnen zur Gemeinschaftsverpflegung. Die werden das auch machen. Selbst der Bundestag wird dann mehr Bio kaufen. Das ist ja das übrigens an staatlichen Schulen, Kitas und so weiter läuft, wo schon zwangsumgestellt wird auf Bio, Fleischverzicht und so weiter. Ja, und im Bundestag die Kantine. Da ist genau richtig. Für seine Kantinen und es wird überall die Nachfrage dazu steigen. Wir haben eine Umfrage auf einem Markt gemacht und da haben viele Menschen gesagt, ich würde total gerne Bio kaufen, kann es mir nicht mehr leisten. Also ja. Ja, aber das Konventionelle ist auch teurer geworden. Ja, ja. Aber irgendwas muss man ja essen. Und wenn das natürlich, Konventionelle ja. Und das Biologische... Aber Sie wollen ja jetzt nicht Bio ausreden. Ich habe gerade ein Störgefühl. Nee, ich will, Sie ich sind nicht jünger Bio als aufreden. Ich. Die Klimakrise, die Artenvielfaltskrise. Sie leben auf dieser Erde vermutlich viel länger als ich. Was wollen Sie? Ich will nur wissen, wie man es schafft, dass die Leute Bio konsumieren, damit die Landwirtschaft auch umbaut. Wir haben auf Bio ausgerichtete Fördertatbestände, die werden auch weitergehen. Wir werden von der konventionellen Landwirtschaft, damit sie an europäische Gelder und so weiter kommt, immer mehr Kriterien haben, dass sie sozusagen weniger die Umwelt belasten und sich mehr anstrengen müssen. Insofern fängt es an, sich auszugleichen. Konventionelle Landwirtschaft solle also unattraktiver werden, damit sich Biolandwirtschaft mehr lohne. Es wird auch irgendwann immer mehr den Zwang geben, in die Richtung Landwirtschaft rein zu zeigen, dass sie ihre Beiträge leistet. Ja, und das richtet sich vielleicht weniger an die Bauern als an die Industrie und Verbände und so. Weil man hat die Bauern jahrzehntelang darauf geschoben, einfach viel Chemie und alles extern als Düngemittel an. Ja, alles total, alle vergiften. Ja, es ist einfach lächerlich und man erhört hier ganz genau heraus. Und so ist die Politik Land auf, Land ab. Wir wollen hier euch zwangsumstellen. Ihr macht jetzt gefälligst das, was wir sagen. Ansonsten zwingen wir euch mit Gesetzen und Ordnungsrecht. Und das ist eine Politik doch nicht auf Augenhöhe. Wollt ihr uns komplett verarschen oder was? Das ist ja abenteuerlich. Und wenn ich Frau Herrmann, die Chefin der Taz, ja, die Leitfigur der Grünen, Deindustrialisierung ist das Stichwort. Sie werden auch euch irgendwann kriegen und es dauert nicht mehr lange. Und wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, entschuldige bitte, dann träumt weiter.